Was der Sohn Gottes Jesus Christus von uns, seinen Nachfolgern, seinen Jüngern verlangt, ist so radikal und eigentlich extrem revolutionär, dass wir das oft überlesen. Wir denken, wenn wir in der Bibel lesen, die krassen Stellen, das betrifft mich nicht, weil das können, das ist, nein, das lehnen wir einfach ab, weil wir so geprägt sind und überfliegen dann Stellen, wie, dass wir unsere Eltern, unsere Geschwister und unser Leben hassen sollen, weil wir denken, das kann nicht sein, also, oder wir blenden es einfach aus oder in der Predigt wird es gar nicht thematisiert. Doch was Jesus eigentlich will von uns, ist, dass wir alles aufgeben und uns nur noch nach ihm sehnen und in seinen Dienst treten, unser Leben verleugnen und unser Kreuz auf uns nehmen und als Diener für unsere Mitmenschen da sind. Wir sollen unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Und dann habe ich mir mal so überlegt, hey, ich kümmere mich um Essen, um Kleider, um meine Gesundheit, ich putze mir die Zähne. Und wann habe ich irgendeinem Obdachlosen jemals eine Zahnpasta und eine Zahnbürste oder irgendwas so gegeben? Wann habe ich meinen Nächsten so geliebt, wie ich das eigentlich mich selbst tue, wie ich mich um mich selbst kümmere? Das, ja, da wurde ich plötzlich ein bisschen sprachlos, weil ich gemerkt habe, hey, was Jesus eigentlich verlangt von mir, das setze ich gar nicht so um. Ich habe es wie immer überspielt. Und was ich mir wünsche, ist eine Gesellschaft, eine Nachfolge, also Jünger von Jesus Christus, eine, wie soll ich sagen, einfach die Gesellschaft der Gläubigen, dass die merken, hey, die Lehren Jesus sind so radikal, was der von uns verlangt, das ist so weltverändernd, das hat es vorher noch nie gegeben. Alle anderen Revolutionären waren irgendwelche Terroristen, die mit Kämpfen und so versucht haben, ihre obere Regierung zu stürzen, aber das, was Jesus will, ist eine Welt oder Gottes Reich sichtbar machen und dass die Leute erkennen, was für eine Botschaft das er hat, die frohe Botschaft, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und wenn wir das alles so schwammig machen und denken, ah, die krassen Stellen der Bibel, die herausfordernden Sachen, die gelten nur für irgendwelche Missionare oder die das wirklich auch können, dann wird das Evangelium so schwach und kraftlos. Genau, und das will ich verhindern. Ich will euch auch ermutigen, fangt an, die Bibelstellen, wo es heißt, gebt nur Gott und seine Sache den ersten Platz in eurem Leben, dass wir das anfangen ernst zu nehmen. Das steht in Matthäus 6, 33. Und da ist auch eine Verheißung dabei, dass wir dann alles haben werden oder von Gott bekommen, was wir nötig haben. Also lass dich herausfordern, lass dich ermutigen und führ ein Leben, so wie es Gott gefällt, mit all den krassen Herausforderungen oder radikalen Bedingungen, was es eben bedeutet, ein jünger Jesus zu sein. Auf Wiedersehen.